kaputt in den Aufzug. Okay, wir sind jetzt momentan in der ersten Ebene, dann schauen wir in die zweite. Okay, und da links laufen irgendwelche Zeichen. Die wir jetzt allerdings natürlich nicht entziffern können. Und wenn man so auf die Map schaut, da wuselt einiges rum. Und da gibt es dann gleich wieder einen Speicherpunkt. Nutzen wir natürlich. Die Prüfungen der Steinwächter. Um ihre Reise fortzusetzen, müssen die Gefährten Missionen für die drei Steinwächter, die auf der zweiten Ebene des Turmes zu finden sind, erfüllen. Ohne die Mission zu erfüllen, ist ein Weiterkommen nicht möglich. Okay. Ja, und der VC haut auf jeden Fall rein. Dann schauen wir mal, was wir für Missionen bekommen oder was wir machen müssen. Okay, das zählt also zu den allgemeinen oder zu allen Missionen irgendwie dazu. Das ist dann scheinbar die 21. Geschmeidige Materie. Ziel Gigantine. Der ist im Tetschin-Turm auf der zweiten Ebene. Höret, ihr, die ihr Mut im Herzen tragt, ist euer Weg versperrt, so suchet uns. Meine Kräfte sind entschwunden, geraubt von einer Gigantine. Findet und strafet sie. Erlöset uns drei Hüter hier auf der zweiten Ebene, so soll der Weg frei sein. Okay, nehmen wir die Mission an. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und was rennt hier rum? Okay, mutierte Xenoroids. Die im Schockzustand ganz schnell down gehen. Just getting started. Mhm. Das sind aber jetzt ähnliche Monster, die wir hatten in dem Mahabara-Stollen, wo wir uns quasi das letzte Mal so ein bisschen hochgelevelt haben. Und da wäre dann quasi die nächste Mission und da hat uns so ein Teil erwischt. Okay, so bekommen wir sie natürlich nicht in den Schockzustand, wenn so ein Managarm dabei ist. Gehen wir hier mal auf den Augmentor. Ich glaube, der wäre in dem Fall nicht schlecht. Schauen wir mal, was die für Damage machen. Ja, das sind auf jeden Fall nicht schlecht dabei. Dann gehen wir gleich in den Manipulator. Ich denke, so weit kann Fang das aushalten. Oder können wir allgemein das aushalten? Und Light macht sich eigentlich ganz gut im Heilen. Also ich habe ja eigentlich immer Vanille und Hope als Heiler gesehen, aber Light kann da schon mithalten, mehr oder weniger. So, Light, bei Light fehlen noch zwei Buffs. Thanks.
Dann probieren wir es mal im Blitzschlag. Schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Wäre zumindest cool, dass mal einer im Schock ist. Dann können wir natürlich schon wieder umschalten. So dass Fang den Verteidiger macht. Ja, im Schockzustand gehen die so schnell runter. Gehen wir mal kurz hier rein, heilen wir uns kurz hoch. So, perfekt. Ja, und Tomana Gar mit den ganzen Debuffs, das funktioniert wunderbar. Allerdings waren wir ein bisschen zu langsam, um 5 Sekunden. Und hier wird man unsere nächste Mission bekommen. Können wir die gleich annehmen? Grangage. Okay, aber ich würde. Aber wir können hier nur bestätigen. Nö, wir nehmen die Mission erstmal nicht an. Wir machen erstmal eine nach der anderen. Nicht, dass wir hier ein Problem bekommen und hier nur unnötig etliche Monster spawnen. Das muss natürlich auch nicht sein. So, zweite Ebene. Wird uns das denn angezeigt? Ich denke mal, dass das hier der Stern sein soll. Da gehen wir doch mal hin. Das wird dann unser Missionsziel sein, schätze ich mal. Da hat uns schon wieder so ein. Monogarm entdeckt. Schlafmaus schreibt, ja, genau. Okay, ich denke mal, dass du das Missionsziel meinst. Aber ist natürlich cool, wenn uns das angezeigt wird auf der Karte, dann müssen wir schon nicht ewig lang suchen, wo denn die sind. Aber ich gehe natürlich auch mal davon aus, dass die nicht ohne sind, die Gegner. Okay, das ist also so ein Puddingteil. Ein Riesenpudding. Okay, wir analysieren zuerst. Und Beschwören wurde gesperrt. Ja, wahrscheinlich ist es ausgegraut, weil wir keine Metapunkte dafür haben. 600.000 Lebenspunkte, das geht, ist in Ordnung. Schauen wir mal. Wir gehen mal in den Modus. Dauert auf jeden Fall ein bisschen länger momentan. Schauen wir mal, wie das ausschaut, wenn wir die Buffs und die Debuffs drauf haben. Okay, 1200 Schaden macht er mit einer Attacke, also zumindest mit Aqua Gar. Okay, Fang hat auch 3 Debuffs geschafft bis jetzt. Ich glaube, mehr wird's auch gar nicht. Okay, ab in den Blitzschlag, schauen wir mal, was sie verändert hat.
Also der Lebenspunkte Balken geht auf jeden Fall um einige schneller runter. Schockzustand, ja. Vielleicht ein bisschen, geht vielleicht ein bisschen schneller. Wir sind auf jeden Fall mal so weit, dass er eigentlich gar nicht mehr zum Angreifen kommt. Perfekt. Jawohl, Mission erfüllt. Wir bekommen eine Vitalitätsschärpe und Rang mit 3 Sternen. Oh, scheinbar noch nicht so schlecht. Der Wächter bekommt ein Schwert zurück. Wo sind wir denn jetzt? Okay. So, Fallen geht. Mission Nummer 22, ein unzerbrechlicher Krieger. Höret ihr, die ihr Mut im Herzen tragt, ist euer Weg versperrt, so suchet uns. Meine Kräfte sind entschwunden, geraubt von einem Phalangit. Findet und straft ihn. Erlöset uns 3 Hüter hier auf der zweiten Ebene, so soll der Weg frei sein. Alles klar, nehmen wir an. Und ein Item gibt es hier scheinbar nicht. Ne? Dann gehen wir gleich weiter, schauen wir kurz auf die Karte. Okay, der ist in dem Raum. Ja. Gehen wir einfach hier in dem äußeren Kreis entlang und dann kommen wir da schon hin, wo wir hin müssen. Und er hier hat sein Schwert zurückbekommen. Ah ja, das ist okay. Phalangit ist dann im Endeffekt eine Weiterentwicklung vom Phalanx. Schauen wir mal, vielleicht können sich die hier ein bisschen umdrehen. Und wir bekommen den Präventivschlag. Ja gut. Aber wir gehen zuerst. Tja, wir müssen eigentlich auf den Phalangit gehen. Weil der ja, wie wir wissen, diese Typen hier beschwören kann. Schockzustand geht allerdings relativ schnell down. Ja, wir haben schon mal gut ein Drittel weg. Ist schon mal nicht schlecht. Und wir gehen natürlich wieder erstmal hier rein. Für die Buffs und Debuffs. Und Light hat ein bisschen Probleme. Wir kommen es momentan aber noch ganz gut hin. Er beschwert noch mehr, jetzt sind wir schon mal bei 4 Gegnern. Das ist natürlich nicht so toll, 5 Gegner. Wie machen wir das am besten? Ich würde mal sagen, hier. Wie weit ist er denn? Okay, der geht eigentlich, der hat nur 270.000 tatsächlich. Schauen wir, vielleicht können wir in dem Modus halt. In dem Modus ein bisschen weitermachen. Okay, der Phalangit ist down. Jetzt müssen wir uns allerdings noch um die Kryptäer hier kümmern, die er jetzt beschworen oder hergerufen hat.
gehen auch ganz gut down für das, dass man das momentan ja nur Sash kämpft. Ja, das sollte aber reichen, wir können in den Blitzschlag gehen, ich denke, so viel halt mal aus. Perfekt, Mission Nummer 2 erledigt. Bisschen über der Zeit allerdings, aber gut. Sollte jetzt weniger Problem sein. Mission erfüllt. 3 Teilchenbeschleuniger als Belohnung. Dann holen wir uns doch mal hier die dritte Mission ab. Rank Edge. Ein kriechender Panzer. Oh je. Ich ahne, was da jetzt auf uns zukommt. Höret ihr, die ihr den Mut, die ihr Mut im Herzen tragt, ist euer Weg versperrt, so suchet uns. Meine Kräfte sind entschwunden, geraubt von einem Rank Edge. Findet uns, strafet ihn, erlöset uns 3 Hüter. Ja, ja, kennen wir ja. Okay, und der ist hier. Also in dem Raum, in dem wir die erste Mission bekommen haben. Ist hinter der Statue ein Item. Nö. Meinst du wegen dem Untersuchen? Nö, ja, da ist auf jeden Fall nichts. Aber es hat wahrscheinlich durch das Untersuchungsraum mal kurz ausgeschaut. Die Karte. So, schauen wir mal kurz. Ach, das da. Das Zeichen, das ist scheinbar für die Missionen, denke ich mal. Weil hier haben wir zum Beispiel ein ausgegrautes. Und das ist quasi nur aktiv hier. Jawohl, ich hab's geahnt, das ist so ein Panzerviech, so eine Panzerbestie. Vielleicht bekommen in den Präventivschlag. Genau, das ist der Grangage. Boost man kurz hoch, so auf 400%. Und dann probieren wir es mal mit den 3 Kerberos, also mit der Kerberos Paradigma. Schaut gut aus. Schauen wir mal, wie weit das mal kommen. Okay, das war easy. Also die Missionen an sich habe ich mir jetzt schon ein bisschen schwieriger vorgestellt. Ah ja, und es gibt quasi 5 Sterne, so wie es ausschaut, und wir haben bei den anderen immer 3 bekommen. Und wir bekommen den Vagantenreif. Jo, damit haben wir quasi unsere erste Prüfung bestanden. Vielleicht. Right, here we go again. Can't take a hint. You're one to talk. Damn.
Well, I guess the way is open now. Okay, und die Wächter haben uns scheinbar beschützt vor dem VLC. Jetzt speichern wir hier mal. Und die Gegner respawnen hier. Die Frage, wir schauen uns mal kurz einen Kampf an. Und zwar würde mich jetzt mal interessieren, ich habe nämlich vorher nicht aufgepasst, wie viele Kristallpunkte uns die geben. Vielleicht wäre das ja schon ein Spot zum Farmen. Aber schauen wir mal. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass der Turm noch einige Ebenen haben wird. Falls das jetzt kein Farmspot wird. Es sind natürlich einige Kristallpunkte. Und wir schauen mal kurz noch den inneren Kreis an. Schauen wir mal, wo es da weitergeht. Da haben wir auf jeden Fall links auf der Map hier noch ein Ausrufezeichen. Und da flattert noch ein Item rum. 15 Kerzen. Da haben wir 5 von denen. Ja, dreht euch doch mal um. Ich würde gerne einen Präventivschlag haben. Die wollen sich nicht alle umdrehen. Aber das sind ja eh nicht die schnellsten, denke ich mal. Hoffe ich mal. Okay. Das sind doch die schnellsten. Naja, haben wir die auch noch schnell um. Dann schauen wir mal, was bei dem Ausrufezeichen los ist. So, da hat er mich unterbrochen. Aber sie sind nur noch zu dritt. Also die gehen echt relativ schnell down hier. Wir sollten aber trotzdem vorsichtshalber mal heilen. Zu dritt waren die auf jeden Fall angenehmer. Jawohl, da gibt es die 8000 Kristallpunkte. Das wäre eigentlich
Ganz guter Spot. Das Problem ist nur. Ui, wir haben schon ein bisschen was aufgesammelt hier. An Kristallpunkten. Das Problem ist nur, dass wir hier nicht weiterkommen. Das heißt, ich weiß natürlich jetzt nicht, was noch kommt oder kommen wird. Die anderen Sachen können wir natürlich hochleveln. Das bringt uns allerdings nicht allzu viel. Wenn man zum Beispiel hier mal anschaut bei Sash. Nehmen wir mal den Verteidiger zum Beispiel. Da gibt es halt immer mal 10 TP. Angriffskraft könnte natürlich ein bisschen interessanter sein oder Magie. Schauen wir mal, das überlege ich mir noch. Schauen wir uns erstmal hier das Ausrufezeichen an. Da gibt es sogar noch ein Item. Einen Sturzgeier, eine neue Waffe für Hope. Okay, der treibt die magische Wirkungskraft nach unten. Okay. Wäre vielleicht was zum Aufwerten. Und da gibt es sogar mehrere Ebenen, alles klar. Trotzdem. Und das Ausrufezeichen ist wahrscheinlich da, weil wir hier nach oben können, oder? Denke ich mal. Also das ist jetzt nicht irgendwie für die Story wichtig. Doch, da geht's weiter. Naja, haben wir die Monogams noch um. Wechseln wir mal zum Heilen, weil Fang hat schon wieder ein paar kleine Probleme. Was heißt schon wieder? Mut hat einfach ein paar kleine Probleme. Okay, was mich mal interessieren wird, ist, Schlafmaß, hast du selber schon mal Final Fantasy gespielt? Weil du hast ja mal geschrieben, dass du schon, ich glaube, 4 Teile waren es, gell, die du kennst. Hast du selber mal gezockt? Irgendeinen Teil? Und also die Frage geht natürlich auch an alle, weil ich sehe gerade, wir haben auf YouTube 2 Zuschauer und auf Twitch 2. Habt ihr selber schon mal Final Fantasy gezockt?